Hey ho, meine Lieben, aus den ja für mich nicht mehr schönen Mödingen, aber Gott sei Dank an einer anderen Stelle. Und ja, wer ist hier? Servus! Der Stefan von Stefans Grillecke. Den habe ich mitgebracht, der ist zu mir gekommen und jetzt sind wir hier. Und ja, wer hat uns hier eingeladen? Moment, Kamera drehen. Servus. Der Nils. Ja, Nils, und du wirst uns jetzt sagen, was es heute Schönes, Leckeres, Gutes, Feines, Schmackhaftes, Köstliches gibt. Also ich mache ganz normal einen Gyros-Topf. Nach McAllister. Alles klar, also heute Gyros-Topf nach McAllister. Ja. Mit einer kleinen Änderung. Wir nehmen sein eigenes Gewürz und nicht das von Johnny. Ja. Damals hat McAllister eben ein anderes Gewürz genommen und wir nehmen heute, da hinten steht da drin, der Gyroslav Klose. Und dann schauen wir mal, was das wird. Aber nur, weil wir Johnnys Gewürz nicht mithaben, sonst hätten wir das auch genommen. Ja. Zutaten ist, wie viel Schweinenacken, oder? So 1,3 Kilo habe ich jetzt genommen. Okay, Zwiebeln. Das ist die doppelte Menge. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich filme einfach ein bisschen mit. Ich habe leider auch mein Stativ zu Hause liegen lassen. Bevor ich zur Haustür gegangen bin, habe ich es noch in der Hand gehabt und danach ja, war es irgendwie nicht mehr da. Naja, egal. Nils macht, ich filme und wir werden auf alle Fälle heute noch ein bisschen Spaß haben. Also ich würde mal sagen, der Nils ist der perfekte Schnippler. Ab und zu hat man mal einen Finger im Essen, aber das ist ja nicht so schlimm. Meine schmecken aber. Hack, hack, hack. Oh, Knoblauch gibt es hoffentlich auch genügend. Ja. Wenn es dir reicht. Ja, könnte ausreichen. Also jetzt erstmal die Vorbereitungen. Wir werden das Ganze da hinten dann in der schwarzen Tasche ist der Klappo drin. Den Klappo werden wir auf diesen Mini-Weber-Grill da oder was das auch immer darstellen soll, ich glaub nicht mal draufstellen. Und ja, dann schön datschen. So, Zwiebeln und Knoblauch klein gehäckselt und jetzt macht er sich ans Fleisch. Wie klein schneidest du das? 2 cm mal 4 oder 3. Ja, dann lassen wir dich erstmal schneiden und filmen es nachher dann nochmal. Jetzt hockt er da und weiß nicht mehr weiter, oder? Wieso weiß ich nicht weiter? Wir können ja Kohlen anzünden. Also, Fleisch ist klein geschnippelt. Jawohl. Und da haben wir den Gyroslav Klose. Ja, auf jetzt, ich hab Hunger. Hast du den Klappo schon aufgebaut? Nein. Ich kann er. Dann mache ich das mal. Auch die Anladung von dir. Den Grill haben wir da hinten ums Eck platziert. Und die beiden hauen gerade ab. Ja, die müssen irgendwie noch Grillanzünder holen. Ja, so. Und ich schaue jetzt mal, ob ich den Klappo da reintun kann. Da reinstellen kann in dieses Monstergrillteil. Und schon bereue ich, dass ich hier mein Stativ nicht mitgenommen habe, dass ich das vergessen habe. Aber es funktioniert auch einhändig. Ja, und den werde ich jetzt hier drin postieren. Tja, El Clapo Stazione. Und ganz genau. So, gut. Dann warten wir, bis die beiden Herrschaften wiederkommen. Anzündkaminkater wahrscheinlich dann auch dabei. Und dann können wir unsere Grillis anfeuern. Ob wir die Platte brauchen, glaube ich heute nicht. Aber Klappo im Einsatz. Oh, da ist er wieder. Inklusive Anzündkamin. Sehr praktisch. Lass doch den Klappo da drin und stell den Anzündkamin in den Klappo rein. Du bist
auch so Türmchenbauer, ne? Ja, ja, klar. Mach doch. Also, theoretisch müsste es im Labor ja auch funktionieren. Ja, natürlich. Weil dann musst du nicht 20 Mal das Zeug hin und her wuchten. Wir sind zu fünf. Wir beide. Ja. Wir beide und du. Ja. Soll ich mal versuchen? Jo. Raucher hier. Und gib ihm. Also so werden jetzt die Kohlen angefeuert bei uns. Ob wir einen Raucher hier haben? Was haben wir? Raucher. Wo Raucher? Einen mit dem Feuerzeug. Ach so, du meinst mich. Das ist schon von McAllister. Jo. Na. Ich hasse solche Anzünder. Ich auch. Wieso hast du sie dann? Weil ich sie letztes Jahr gekauft habe. Ich kaufe ja bloß einmal mehr, was ich euch hier oben bin. Ja, sollte brennen. Jo, vielleicht. Mit viel Glück. Ja, was hast denn du da jetzt alles Schönes mit rausgebracht? Noch ein bisschen Bacon, saure Sahne und frische Petersilie. Ah ja. Alles original nach McAllister. Saure Sahne. Ja. Lass ihn noch mitten in der Sonne stehen, wird es noch sauber. Oh, Puzzlekram. Ja, lass mal machen. Hey, wo hast denn du den Dutch-Ofen her? Ja, stand in Lauing an der Straße. Ach so, okay. Ja, dann verwenden wir jetzt endlich mal den Klappo auch zum Dutchen. Soll ja funktionieren. Jo, habe ich mal irgendwo gehört. Ich habe immer noch keine Grills. Du kannst aber auch deinen Pfannenknecht da vom Boden hochheben und drauflegen. Du hast gesagt, das brauchen wir nicht. Ja, wie du möchtest. Als Werbevideo beim Klappo macht das nichts. So. Ja, was kommt denn da raus? Oha, Asche. Asche? Eieieiei, muss man den glatt noch auswischen. Ja. Wollen wir noch sauber? Sicher, dass du das teure Zeug da reinkippen willst. Ah, du. Wir haben's da. Man muss auch gönnen können. Gönnen können? Gönnen können. Original Olivenöl. So, und der Mac ist jetzt auch dabei. Er schaut nochmal das Video nach. Ich glaube, das ist noch gar nicht offen. Doch? Wie? Sicher, dass das schon offen ist. Rein durch. Oh, tatsächlich. Und schön würzen. Mach mal den Krachter aus. Ist ja furchtbar. Tu mir wieder. Ja. Ich nun wieder. Ach, läuft wieder. Was macht er jetzt wieder? Der läuft heute. Ich glaube, der kriegt heute Kilometergeld. Ich glaube, ich krieg Laufgeld hier. Ja, recht windig hier. Deswegen geht die Tür von selber auf und zu. So. Wie hat sich das abgesetzt oder was? Ist fest. Ist ja unglaublich. Moin. So. Jo, dann hau doch mal rein das Zeug. Macht er ja schon, haha. Zwei Esslöffel. Hey, lass mir noch was übrig. Du hast eine Beziehung. Jo, dann schön unterrühren, unterkneten. Bisschen mit Olivenöl. Und wie er gesagt hat, wir können es einziehen lassen, müssen wir aber nicht. Okay. Wir hauen das gleich in den Topf. Gut, dann sehen wir uns am Dutch Oven wieder. Hey, Nils, Grüßterchen. Grüßterchen, Michi. Da war. Ja, Prost. Na ja, mit der Limo. Nur die Harten kommen in den Garten.
Das sieht aber jetzt schon ganz schön angekokelt aus da drin. Nö, nur heiß. Nur heiß. Hoffe ich. Jetzt wollen wir mal portionsweise. Das ist aber gut. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ist das die neue Technik, so mit zwei so Löffelteilen? Ich habe doch keine Ablage. Ich kann ja nicht einfach alles in die Hand drücken. Also schön portionsweise anbraten und wenn der Dutch-Ofen richtig schön heiß ist, dann geht es auch ruckzuck, wie man hier sieht. Und du stehst hier so hilflos? Ja, ich bin der Halter. Der Halter? Ja. Okay. Ja, dann erklär uns schnell die weitere Vorgehensweise. Ja, Fleisch anbraten, bis alles fertig ist. Dann die Zwiebeln, den Knoblauch und den Bacon anbraten. Danach, glaube ich, Tomatenmark anrösten. Und dann schön abflambieren mit Mittagswasser. Okay. Weiteres später. Was geht ab hier? Was geht ab hier, Mädels? Leute, ja. Jo, wir jo. Zwei hier. Ah ja, zweite Portion angebraten. Mhm. Dann wird mal herausgefischt. Muss doch mal gucken, ob hier so. Kann sich nur noch um Stunden handeln oder sowas. Das macht gar nichts, wir haben Zeit. Ich sehe schon, du willst nicht mehr nach Hause heute. Ich habe noch Kaffee da, kein Problem. Ja, da passt ja noch viel drauf, ne? So. Jo, weiter geht's. Eine Hand hast du frei. Ach, Menno. Ja, das stelle ich jetzt aber weg. Ich halt den Kameramann einfach belasten hier. Bist schon leer? So. Dann wird der Becken angeschmort. Da hätte ich jetzt einfach die Zwiebeln und den Knoblauch und den Rest gleich mit reindonnern. Wäre meine Vorgehensweise. Aber Stefan hat drei Sterne Grill. Ja, genau. Oh, haut doch das Zeug alles gleichzeitig mit ein. Kannst du dich ungefähr eine Minute zurückerinnern, wo er sagte, wir haben alle Zeit der Welt? Ja. Ich? Jetzt müssen wir aber mal gerade gehen. Ich? Ja. Du behauptest hier wieder Sachen? Ja, du kannst natürlich rausschneiden. Ne? Aber ich hab Zeugen. Stefan, ja. Warum dauert das so lange? Ja, weiß auch nicht. Ja, jetzt kommen die Zwiebeln rein. Lass mich raten, Knoblauch wird das auch gleich anmachen. Ja, natürlich. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs Essen. Ja. Endlich mal wieder was Gescheites aus dem Dutch-Ofen. Ich habe zu Hause einen Reiskocher von Tupper. Ich weiß gar nicht, was ich mir koche. Was hast du zu Hause? Ein Reiskocher von Tupper. Ein Reiskocher von Tupper. Und was soll man das jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich da den Topf noch hinkriege. Ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass es zu dem Gyros-Topf an Reis gibt. Stimmt? Richtig. So ist es. Ah ja, okay. So, dann wird das jetzt auch mit angeschmort. Schön glasig, nehme ich mal an. Glasig und schön bitter. Schön. Da wird gar nichts bitter. Ja, und lassen wir sie machen und schauen wir nachher wieder rein. Ja, wir kämpfen an zwei Fronten. Wir muss ja noch jemand. Ah, in der Tasche hat er es drin gehabt. Da hat er es verstecktes Tomatenmark. Aber schmeckt auch so schon. Jetzt bin ich gerade alleine. Die beiden sind irgendwo. Schmeckt auch so schon. Da war gerade keiner da. So, schön noch Tomatenmark. Ein, zwei. Drei. Zwei stehen im Rezept. Ja gut.
Können wir ein bisschen mehr Fleisch. Also ich nehme ja mittlerweile sehr gern das Tomaten-Paprika-Mark. Es gibt noch die extra Note, habe ich festgestellt. Ja, das stimmt. Mhm. Ich wollte das erst ein bisschen anrösten. Ja. Oder das nur Paprika-Mark, was wir letztes Mal benutzt haben. Ja, da habe ich aber nichts gefunden. Hast du das letztes Mal gekauft? Nee, du. Im Kaufland. Ich? Im Kaufland. Muss ich im Kaufland nochmal gucken. Reicht, oder? Du, ordentlich Röstaromen. Ja. Schön schwarz. Na, schwarz muss nicht. Wo ist dein Feuerzeug nicht? Was willst du mit meinem Metaxa machen? Anzünden, bist du wahnsinnig! Der gute 7-Sterne-Metaxa. Das kann man bis Dillingen sehen. Oh Mann. Nicht nur die Cola? Oh, mein guter Metaxa. Die Flasche ist leer sowieso. Ey. Haut die halbe Flasche mit Taxa rein. Au! Ich brenne. Sind die Haare abgebrannt? Ja, weniger. Letzte Woche links oder vorne. Ja, leider ist es jetzt zu hell, dass man die sieht man leider nicht die Flammen. Schade. Das wäre jetzt natürlich noch klasse gewesen. Halt mal die Hand drüber und sag ihm, ob es noch heiß ist. Ja. Heiß? Nee, kann man so nicht fackelt sehen. Fackelt noch. Ganz leicht kann man es so sehen, aber in der Cam, ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann. Daran, Michi. Du hast so schön behaarte Arme. Weiter. So, mittlerweile ausgebrannt. Oh, Leute, das schnuppert schon. Mhm. Und ich denke mal, da kommt jetzt dann das Fleisch wieder mit rein. Jetzt hätte ich fast die Hälfte hier verpasst. Was kommt jetzt da rein? Weißwein. Weißwein. Mit Taxa und Weiß ist ja kein Kinderessen, ne? Ja. Jo. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und wenn der gute Stefan das zu Ende gestreichelt hat? Der zieht alles aus der Tasche raus. Ja, nur einen Löffel habe ich vergessen. Ja. Mann. Oh. Auch Zwiebeln wollen gestreichelt werden. Ja, Mann, mit dem Löffel ist da. Na, endlich. Ah ja, jetzt klatscht man. Jetzt klatscht man die Hose gespritzt. Ei war einfach da rein. Das ist mit Liebe eingefüllt. Ich hab Stefan mit Liebe voll gespritzt. Ja, genau. Ey, das Video sollte eigentlich noch jugendfrei bleiben, gell? Hast doch gar keinen. Hast du so junge? Kriegst jetzt Zensur. Hast du junge Zuschauer? Weiß ich nicht. Denk schon. Immer wieder. Tja. Das ist lecker. Ah ja, er spült jetzt das Glas noch aus. Sehr vernünftig. Lu! Ja, nichts Verschenker, gell? Ja, da kommt mehr Wein ran, das ist ganz wichtig. Ja, so? Du machst es nur wegen dem Wein? Ja. Deckel drauf, schütteln. Weißt ja, geschüttelt, nicht wir gerührt. Wir schon alles hatten, ne? Wie gestern. So. Tja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was soll jetzt kurz warten? Soll das warten? Mei, die können nicht auf mich warten. Da haut das Fleisch wieder in die Schüssel rein. Nur für dich. Nur für mich macht er das. So. Okay. Ich glaube, da waren wir mal wieder zu schnell. Da ist eh nicht mehr so viel Hitze drunter jetzt. Die Kohlen sehen schon ziemlich verglüht aus da unten drin. So. Und wie geht's jetzt noch weiter? Kommt noch ein bisschen saure Sahne ran. Okay, na dann mach mal. Da bin ich ja jetzt gespannt. Ich würde mir jetzt am liebsten da reinhocken. Ja, bin dabei. So. Ich habe vorher nicht gerührt. Dann kommt die saure Sahne hier rein. Und wir hauen sicherheitshalber noch einen Schluck Wasser mit rein, haben wir entschieden. Ich habe hier irgendwie den besten Platz. Andauernd werde ich hier angespritzt. Nicht, dass uns das jetzt noch ankokelt. Und danach muss es ja noch so 10 oder 20 Minuten ziehen. Und dann ist fertig zum Essen. Yum, yum. Aber als Rührmeister bist du echt gut. Da tauge ich, wa? Jo. Ich kann auch gut essen. Was macht sie hier jetzt noch? Wir haben probiert. Da das jetzt nicht so doll schmeckt, kann ich nur sagen,
ihr könnt leider nach Hause fahren. So ein Mist. Schmeckt nicht. Schmeckt absolut nicht. Dann fahren wir und mein Dutch Oven nehmen wir so mit, wie er ist. Ja, würde ich sagen, das ist eine gute Idee. Ja. Blöd, gell? Aber nur, wenn du den Klabo hier lässt. Nein. Na, schmeckt gut, brauchen wir gar nichts abschmecken. Ja, ein bisschen Salz für dich so. Kannst du machen. Ja, nochmal. Hat er im Video auch gesagt am Ende, mit Salz noch mal. Ein bisschen Salz würde ich auch noch dran tun. Okay, dann macht's das. Ja. Gut. Ja. Stefan! Hi! Du ziehst dir einen Handschuh an. Ja, zum Glück habe ich. Ist es denn endlich soweit? Nach Stunden der Warterei. Jawohl, jawohl. Oh, und die Kohlen sind so gut wie weg. Ja, und sicherheitshalber den Topf am Boden gestellt, weil auf den Glastisch kommt das, glaube ich, nicht so gut. Oh, jawohl, jawohl. Mm. Das nächste Bild auf dem Teller. So, da haben wir den Teller jetzt ja, nach McAllister und jetzt kommt das Wichtigste, das Probiererle. Und dann schauen wir mal, ob die zwei das gut gemacht haben. Mhm. Ja, du warst doch mit dabei. Wenn hier irgendwas schiefgelaufen ist, ne, Michael, du sitzt mit im Boot. Wenn was schiefgelaufen ist, ist der McAllister schuld. Darf ich mir auch den Teller nehmen? Gerne. Jo. Mit Reis, denke ich mal, ne? Ja, gerne. Darf ich schauen wir mal. Also ich, den Reis nach hinten, habe ich gehört. Das mag ich gerne mit Soda. Sehr lecker. Nies, hast du da einen Milchreis gekauft? Ja, aber natürlich. Könnte fast als Milchreis durchgehen. Halt, ich füll dir auch auf. Das kann ich sagen, dass du nichts abkriegst. Ja. Aber wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe die größte Klatsche, danke. Ja. Eigentlich kriegst du die größte. Passt schon hier, ne? Zum Abschluss versammeln wir uns nachher nach dem Essen nochmal alle drei vor der Cam. So machen wir das jetzt. Aber jetzt wird erstmal gegessen. So sieht ein Nils nach dem vierten Teller aus. Du kannst auch nicht zählen, ne? Na ja, gut. Jetzt hau rein, wir wollen noch die Schlussszene machen. Was sagst du dazu? Sie leckt immer noch am Stein. Wollt ihr nichts essen, Herr Becker? Ja. Also Leute, wir haben auf alle Fälle jede Menge Spaß. Jetzt verstecken die sich auch noch hinter mir. Na, wir sind da. Ja, Leute, Nies, danke, dass wir vorbeikommen durften in deine Ferienunterkunft hier. Jederzeit wieder, wenn ich mal wieder hier bin. Hier, ja. Der Hof war sehr lecker. So, wenn du mal wieder hier bist, kommt ja bloß einmal im Jahr, wenn es klappt. Wenn es klappt. Jo. Und das nächste Mal werde ich auf alle Fälle, wenn er dann sagt, komm vorbei, wieder vorbeikommen. Soll ich es wiederholen vom letzten Wenn Jahr? Ich darf, komme ich auch gerne ja, mit. Ja, denn ja, ja. Dein nächstes Roadmovie führt nach Brunsbüttel. Kat Rebel, Neufeld. Okay. An der Nordsee. Schauen wir jetzt mal, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr doch noch mit der Deutschlandtour. Ich weiß es aber immer noch nicht. Naja, ansonsten, das Essen war wirklich sehr lecker. Nachgekocht, wie gesagt, von McAllister. Und passt. Perfekt. In diesem Sinne beenden wir das Video. Kann ich jetzt eigentlich endlich diesen Stein hier loswerden? So. Den angeleckten ja. Mit. Leute, hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Mir besonders, weil ich ja bloß Kameramann war auf gut Deutsch. Gut gegessen habe. Tja, und jetzt schauen wir mal, was wir heute noch machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ikowski. Servus. Ciao.